Okay, hier wird doch geladen. Champ? Ja, Champ lebt wieder. Er hat nur geschlafen, Kinder. Er war gar nicht tot. Aber die sind es. Die sind es definitiv. Ja, ich sag ja, die Mission, die geht relativ lange für Postal-Verhältnisse. Ja, das sind 15 Minuten schon lang. Und man muss eigentlich nur immer wieder das Gleiche machen. Und zwar töten, töten, töten. Obwohl, ich könnte hier auch vergasen, 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 aber nee. Keine Lust. Hör doch mal auf, hier mit Brocken zu werfen. Gar nicht nett. Wir haben kein... Ui. Ich bin fast tot. Warum sagt mir das keiner? Dann gehen wir hier mal in Deckung und heilen uns. Und so eine kann ich ja mal feuern. Ja, noch die hier. Ja. Ja. Keine Ahnung, wo die hingeht. Ne. Sag mal. Rakete. Was los? Okay, die ist ziemlich unentschlossen, meine Rakete. Die weiß noch nicht genau, wen sie umlegen will. Wir dagegen schon, denn wir wollen die Rotkäppchen hier abknallen. Weg mit dir. Verdammt, der Weg ist noch relativ weit. Wir sind jetzt hier, glaube ich, in der ersten Stadt. Nein, hier geht's nicht weiter. Müssen wir hier unten lang. Keiner überlebt diesen Krieg. Außer vielleicht ich. Na, schnell hier rüber. Ah, hier oben auf dem Dach sind die wieder. Na, ihr zwei. Wie viele sind denn da noch? Okay, wir haben es fast geschafft. Nimmer viel. Ich, stecke fest. Jetzt geht's wieder. Oh, hier ist Munition. Da nehmen wir mal mit. Tanken wieder auf. Freunde. Im letzten Level muss ich die Deckung verwenden. Ui, der wirft Granaten. Gar nicht gut. Mann, hier verliere ich aber auch wirklich dauernd ordentlich Leben. Moment, ich brauche die Shotgun. Mit der Shotgun geht es dann doch ein bisschen besser. Haunting Accident. Meine Güte, fall um. Ich bin fast down. Wo ist mein Hund? Ich trau dir nicht. Ich bring dich auch mal um. Oh, 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 oh. Ganz cool. Frieden. Frieden. Doch kein Frieden. In der Mitte durchgetrennt. Okay, jetzt habe ich hier, glaube ich, noch unsere Freunde als Feinde. So mag ich das. Jeder gegen mich. Na, komm, für den reicht's noch, oder? Sauber. Der andere lebt aber noch. Und der da oben, der lebt auch. Oh Mann, das Treffen hier von Gegnern. Einfach nervig. Okay, wo geht's raus? Lassen Sie die Frau in Ruhe. Weg mit ihm, Lady. Oh Gott, da kommen ja noch richtig viele und ich hab... keinen Nerv. Au! Ey! Ich versteck mich mal hier in dem Laden. Wo ist mein Hund? Auf jeden Fall lebt er noch. Aber helfen tut er mir irgendwie nicht, deswegen müssen wir wohl hier alles alleine machen. Wir bekommen keine Hilfe. Jedenfalls keine vernünftige. Oh, ich hole die Shotgun wieder raus. Achtung, Achtung. Gott, ich brauche Munition. Ey, 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 ey.
Ich bin jetzt schon wieder am draufgehen. Ich glaub's ja gar nicht. Nee, ich muss in Deckung. Ich muss in Deckung ganz dringend. Ganz dringend, ganz dringend. Hui. Nachladen. Nachladen. Jetzt. Wenn man hier angelehnt ist, kann man nicht nachladen aus irgendeinem Grund. Sowas kann der Mann nicht. Anlehnen und nachladen, viel zu viel verlangt. Komm! Oh Gott, die leben ja beide noch. Gulasch an der Lampe. Achtung. Sind wir durch? Nee, da kommt noch was. Da kommt noch einiges. Ich bin bedient, ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, wir müssen sogar noch einen Endgegner besiegen. Weiß es aber nicht mehr genau. Diesen Captain da, den man den Panzer gesehen hat. Der ist, glaube ich, der Endgegner hier im Spiel. Ey, ey, ey! Das da hinten sind doch meine Leute. Sag mal. Jetzt hör doch mal auf. Wer ballert denn hier auf mich? Oh Mann. Oh. Hui. Auszeit. Kleine Pause. Ihr könnt gleich weiterspielen, aber erstmal hier. Lasst den Mann euch heilen. Hui. So, voll geheilt. Weiter geht's. Okay, wir müssen die da drüben wohl auch noch töten. Die sind auf jeden Fall gegen uns, weil wir hier einen ihrer Leute halt abgemurkst haben. Kann man verstehen. War nicht nett, aber ja, war Notwehr. Hier können wir nicht rein, okay. Oh. Raketenwerfermunition. Sowas kann man gebrauchen. Ach Mist, ich dachte, wir wären durch, aber nee. Da hinten geht's noch weiter. Okay, da wir ja wirklich gar keine Freunde mehr haben, müssen wir wohl auch alle von denen hier ausrotten. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht können sie ja vergessen und vergeben. Sieht aber nicht so aus. Oi. Okay. Hier gibt's relativ viel Munition. Das heißt, wir müssen wohl gleich gegen den Obermacker kämpfen. Wir holen ja auch mal wieder den Raketenwerfer raus. Und feuern einfach mal da hinten in die richtige Richtung. Das sind ja Zielsuchraketen. Hey, hey, hey. Hey, 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 nicht auf mich. Das war knapp. Also, die wollen mich wirklich tot sehen. Wir können echt nicht miteinander reden hier. Moment, ich hole die Pumpe raus. Oh Gott, ich bin ja schon wieder fast down. Erstmal hier in Deckung gehen und hochladen. Ach, verflucht! Jetzt klebe ich hier auch noch fest. Ich gehe erstmal hier unten hin. Heil dich! Na los! Nicht hängen! Heilen! Okay, 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 okay. Gleich sind wir wieder fit. Oh, da kommen richtig viele Gegner. Dann hole ich doch mal hier den Raketenwerfer. Der müsste eigentlich... Ja, der ging rein. Nein. 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 Ja, mach du mal.
Ja, 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 ja. Und der ging rein. Gott, 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 Gott. Reiß dich zusammen, mein Freund. Und lass einen alten Mann nachladen. Mann, die haben sich wohl da oben wieder gesammelt. Okay, der ist tot. Und der auch. Ey, 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 nicht Granaten werfen. Sowas macht man nicht. Okay, wir sind durch. Ich hoffe mal, das war's. Naja, noch nicht ganz. Irgendwo war da noch einer. Meine Güte. Danke. Und sind wir weg? Nope, es geht noch weiter. Na, aber hier ist es relativ ruhig. Hugo, wir können doch über alles reden. Kein Grund hier, die schweren Geschütze rauszuholen. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Raketenwerfer. Irgendwo da hinten scheint sein Panzer rumzugurken. Ja, Champ rennt drauf. Und wir kriegen die Raketen ab. Na, wir treffen ihn auf jeden Fall schon mal nicht. Deswegen gehen wir mal hier... Oh, Munition, Munition. Raketen, Raketen. Ey. Wo ist mein Hund? Ich glaube, der ist tot. Na, es lief nicht so wirklich gut für meinen Hund. Ah, da steht er doch. Jetzt kommt er. Wir müssen gucken, dass wir die Kanone wegkriegen. Die macht, glaube ich, am meisten Schaden. Denn wie man sieht, hat er hier verschiedene Teile, die man treffen kann. Holen wir erstmal hier die Kanone. Ich hasse Bossfights. Na, noch zwei Treffer und die dürfte weg sein. Naja, vielleicht drei. Oder vier. Denn die Raketen, die machen immer unterschiedlich viel Schaden. Und ich habe halt keine mehr. Irgendwie treffe ich gerade gar nichts. Jetzt, der ging rein. Der ging rein. Oh, ich bin fast down, Witter. Och, Mann, die Raketen regen mich auch manchmal wirklich auf. Manchmal fliegen die einfach in irgendeine Richtung und, ja, explodieren dann bei Unschuldigen. Wie zum Beispiel bei meinem Hund. Jetzt. Okay, was treffen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, hier diese Rocket Launcher wären ganz nett, obwohl die sind irgendwie schwer zu treffen, aus irgendeinem Grund. Kann man den vielleicht auch mit was anderem beschädigen oder braucht man dazu Raketen? Ey, ey, ey! Jetzt kommen hier auch wieder Soldaten. Ach Mist. Wir müssen uns erstmal wieder hochheilen. Erstmal wieder hochheilen. Ey! Ich sagte hochheilen. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Ich will nicht sterben. Okay, ich glaube, wir heilen uns jetzt erstmal. Warte, Hugo. Warte. Ich sagte, warte. Okay.
Und, macht das Schaden? Ja, es macht Schaden. Obwohl die Raketen anscheinend ein bisschen mehr Schaden gemacht haben. Aber das Problem war... Ey. Mit den Raketen trifft man so wahnsinnig schlecht. Ach, jetzt sind hier wieder Soldaten. Oder? Oder? Ja. Ach, Moment. Sobald er die Salbe da weg hat, gehen wir wieder raus und kümmern uns um die Gatling. Die macht nämlich definitiv hier am meisten Schaden. Nur noch ein kleines Stück, dann haben wir sie. Oh Mann, die Waffe verzieht aber auch schrecklich. Au, au, au. Die Gatling. Noch einmal hin, ordentlich drauf, dann sollte die weg sein. Irgendwo rennt hier noch ein kleiner Soldat rum. Na komm, na komm. Na also. Hier ist noch den Launcher und dann war's das. Ey. Also manchmal halten die wirklich verdammt viel aus. Okay, wir heilen uns jetzt wieder hoch, dann gehen wir raus und dann Feierabend. Treffen die? Oh, mal gucken. Nö. Moment, hier treffe ich ihn eigentlich doch perfekt. Und er kann mich nicht treffen, weil er jetzt hier keine Gatling mehr hat. Aber die Raketen, die hauen einfach nicht da rein, wo ich will. Boah, die gehen ganz gut rein. Nee, die Raketen sind echt Schrott. Ja, ballern wir sie jetzt hier nochmal weg. Ein bisschen Schaden machen die, aber nicht so, wie ich will. Ach, die... Egal. Oh, das funktioniert ganz gut. Okay. And that's the story of how I saved America from the socialist menace. That's amazing. And of course by now everyone knows the reception you got. Yeah, that whole dude mania thing was frankly a bit embarrassing. But I couldn't disappoint the fans. And those fans swept you into... My final crappy temp job? President of the United States. Honey, I'm home. What a shithole. We'll need to redecorate. Maybe some tinfoil on the windows? Hey, Vice President Champ. What do you got, boy? No way! I thought that thing only existed in Bugs Bunny cartoons. What's so funny? I will regret nothing.